So Leute, da sind wir endlich, nämlich neue Missionen sind da. Ihr wisst ja, ich werde alle für euch machen. Diesmal fangen wir an mit der Mission. Durchsuche Munitionskisten bei Steamy Stacks oder Holly Hatches. Aber bevor wir damit anfangen, kleine Info an euch. Wir machen ja schon seit jetzt fast 2 Wochen Custom Games. Wer da Bock drauf hat, kann gerne mitmachen. Was musst du dafür tun? Gerne abonnieren. Dann Glocke aktivieren, damit du die Streams eben nicht verpasst. Und als Bonus gibt es halt ein kleines Preisgeld. Das Ganze geht jetzt noch bis Sonntag. Nur um mal kurz zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, seit 2 Wochen machen wir das Ganze jetzt schon fast. Und der erste hat zum Beispiel 14 Siege, der zweite 8, dann 4 und so weiter. Also wenn du Bock hast auf Custom Games mit Preisgeld, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Dann des Weiteren bei mir auf dem Kanal. Ihr wisst ja, die meisten von euch wissen es natürlich. Bei mir gibt es auch Skin-Verlosungen. Sobald ich 800 V-Bucks habe, gehen wir in den Shop, im Livestream und ich hau einfach mal einen Skin für euch raus. Also einfach nur so als Dankeschön dafür, für die große Unterstützung. Und für die große Unterstützung, ihr seht es oben links, das ist kein Fake, wie mir auch schon unterstellt wurde. Ich kann da einfach nur Danke sagen. Mehr kann ich da einfach nicht sagen. So, dann was musst du bitte noch mal, falls du einen Skin gewinnen willst? Nämlich das Wichtigste ist wirklich, füge mich deiner Freundesliste hinzu, einfach YT-Family Hack. Einfach hinzufügen. Warum musst du das Ganze machen? Ganz einfach. Im Item Shop, sobald ich dir irgendwas schenken will, ist nämlich das Problem, ich muss das Ganze als Geschenk kaufen. Und das geht natürlich nur, wenn wir lange genug befreundet sind. Nämlich 48 Stunden, wie du siehst, wäre jetzt Verlosung, könnte ich diesem CJXE zum Beispiel nichts schenken. Allen anderen ja, aber ihm halt leider nicht. Das Ganze ist auch bei der letzten Skin-Verlosung zweimal eingetreten. Die Leute waren einfach zu frisch da. Also wie gesagt, gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren, damit du die Streams nicht vergisst. Wichtigste überhaupt ist die Shop-Videos gucken, damit du siehst, wie viel V-Bucks ich habe, wie die Turniere gerade so laufen. Aber jetzt genug geschnackelt, nämlich der Creator-Code. Aha, da, ich muss ihn selber eintragen. YT-Family Hack. Auch an alle anderen immer mal wieder nachgucken, ob der Creator-Code noch drin ist. Wäre nett, wenn ihr mich unterstützen würdet, ist natürlich aber auch keine Pflicht. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um die Aufgabe, nämlich Munitionskisten öffnen. Wo mache ich das Ganze? Ihr kennt mich, Gruppenkeile. Gruppenkeile ist da einfach die beste Variante. Mal gucken, ob wir es in einer Runde hinkriegen. Ich werde euch die zwei Orte zeigen, wo wir hin müssen dann. Also wie gesagt, entweder Steamy oder Holly Hatches. So, dann gehen wir mal direkt rein. Und ich bin mal gespannt, was so für Aufgaben auf uns zukommen. So ein paar habe ich schon mitbekommen, aber ganz so leicht werden sie, glaube ich, nicht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Und nicht wundern, Donnerstag ist bei mir kein Livestream, weil da bin ich logischerweise mit den Aufgaben für euch beschäftigt. Also Donnerstag nur Aufgaben. Die restlichen Tage der Woche bin ich eigentlich immer mal wieder da abends. Aber wie gesagt, auch da gerne Shop-Video gucken. Da seid ihr eigentlich immer auf dem Laufenden. So, dann gehen wir mal rein. Dann zeige ich euch gerade. Hier ist Steamy Stacks. Da müsst ihr Munitionskisten öffnen. Und der andere Ort ist Holly. Und Holly ist da. Hier würde ich halt jetzt sagen, na, gehen wir Steamy direkt. Ist natürlich die Frage, weil die werden wahrscheinlich hier rüber fliegen. Ihr müsst halt immer ein bisschen. Ich glaube, wir gehen direkt Steamy rüber. Da werden zwar einige sein wegen der Ringaufgabe. Die habe ich nämlich auch schon gesehen, dass die kommt. Aber wir müssen natürlich erstmal die Munitionskisten machen. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Wie viel waren es? Warte. 7. 7 Munitionskisten müssen wir öffnen. Also es müsste eigentlich safe in einer Runde machbar sein. Wenn nicht, fliegt halt einfach noch ein zweites Mal hin oder zu dem anderen Ort. Dann werdet auch ihr das schaffen. Und wie gesagt, wenn ich euch mit den Aufgaben helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Kostet euch nichts. Und wenn ihr noch Bock habt, natürlich Custom Games mitzuspielen oder eventuell sogar einen Skin zu gewinnen, ebenfalls gerne abonnieren. So, da haben wir schon mal ein Lama, aber Lama brauchen wir jetzt nicht. Eingang, Eingang, Eingang. So, da haben wir schon mal die erste Munitionskiste. Wir haben wieder Donnerstag, ist wieder typisch, es leckt. So. Gerade noch schon mal ein bisschen was an Waffen mitholen. Hier haben wir die zweite Munitionskiste. Und die ersten Gegner kommen schon angeflogen.
Das war aber auch wirklich zu erwarten. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass ich hier weggeholt werde. Da haben wir die dritte. Er ist natürlich auch am Geiern. Und wie gesagt, nochmal danke an den, der mir den Skin geschenkt hat. Gruß geht da auf jeden Fall raus. Den Kill holen wir uns natürlich auch mit. Aber wir brauchen keine Kills, sondern wir brauchen Munitionskisten. Hier war schon einer. Na, Lecks sind wieder on point. Hier war auch schon einer. Gerade mal, warte mal, er ist oben. Im Häuschen da hinten müsste eigentlich safe noch eins sein. Wie gesagt, wie viel müssen wir sammeln? 7 Stück. Also im Prinzip, nein, da war auch schon einer. Gucken, ob hier, na, da ist ein Gegner drin. Gucken, ob wir den weggeholt bekommen. Wieso kann ich hier nicht bauen? Lol, Metz-Problem. Ja. Ja, hast du fein gemacht. So, wo landen wir? Jetzt können wir eigentlich zu Holly rübergehen, damit ihr da auch direkt seht, wo wir hin müssen. Und ihr wisst ja, bei mir, wenn ich die Aufgaben mache, ich zeige euch halt wirklich, wie sie funktionieren. Nicht einfach flieg dahin und gut ist, sondern ich mache die Aufgaben quasi direkt selber mit. So, und zu Holly werde ich aber definitiv noch rübergehen. Ah, den Gegner brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber vielleicht, falls wir sterben. Aber wir brauchen die Metz. Metz, 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 Metz. So, bitte besserer Ort, sodass wir nochmal rüberkommen, wenn wir jetzt keinen besseren Flugort haben. Darüber. Ihr wisst ja selber, manchmal hat man echt Orientierungsprobleme. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Typ da drüben nicht schon alles weggelootet hat. Aber nur, dass wir halt einfach vollständige halber auch mal sehen, wo das Ganze ist. Also ich denke mal, also ohne Quatsch, die Aufgabe ist noch ziemlich easy. Ihr müsst halt eigentlich nur wissen, wo ihr landen müsst und dann ist es eigentlich auch ganz einfach machbar. Im Prinzip sind alle Aufgaben einfach, wenn man so lange mal weiß, wo man hin muss. So, da sind zwei, aber die interessieren mich nicht. Ich glaube, hier war noch keiner drin. Natürlich, hier ist nicht eine Munitionskiste oder was? Ah, doch. Ah, die zählt auch. Also die großen Kisten zählen genauso. So, da haben wir noch eine. Ah, Mini brauchen wir jetzt nicht. Wie gesagt, guckt auch immer unter den Treppen, weil Munitionskisten sind eigentlich immer unter den Treppen versteckt. So, gucken, ob hier oben noch was ist. Leider nicht. Und halt unterm Dach. Unterm Dach ist eigentlich immer safe eine. Hier ist keine. Dann. Ach, so viel zum Thema unterm Dach ist eine. Aber holen wir uns noch schnell die EP hier mit. Zack, zack, zack. Gucken, ob wir vielleicht im Nachbarhaus noch eine finden, weil dann haben wir die Aufgabe nämlich hinter uns und wir müssen nicht noch mal eine Runde rein. Dann gehen wir mal in das Haus, weil ich habe gesehen, auf der Karte hier ist nur einer von uns gelandet. Ja, hier sieht glaube ich ganz gut aus. Gehen wir direkt hoch. Muss man natürlich hoffen, dass uns hier kein. Ach, hier war doch schon einer drin. Nee. Muss ich jetzt echt nochmal landen? Ja, er war schon hier. Dann ist halt die Frage, hat er jetzt wirklich alle Häuser gelootet oder nicht? Da war er auch schon drin. Da waren wir drin. Ja, sieht schlecht aus. Aber zu No. Oh, jetzt war ein Gegner. Dankeschön. Ich brauche Munitionskisten. Hier ist keine. Hier war der Gegner. Hör doch auf zu laggen. Ja, hier ist auch nichts. Weil meistens übersehen die Leute ja gern was, aber hier waren sie alle ziemlich gründlich, muss ich sagen. Na, gucken hier in der Garage, aber die Tür ist auch schon offen.
Ne, hier ist auch keine. Ach, dann muss ich das Ganze halt nochmal machen. Aber ist ja kein Problem. Ich wollte euch halt einfach nur zeigen, wo die zwei Orte sind. So, gucken wir, ob hier in dem Parkbänken ist nämlich meistens auch noch eine. Da sehen wir doch. Jetzt muss ich echt wegen einer Munitionskiste. Das ist jetzt euer Ernst. Gucken nochmal. Ne, schaffen wir nicht. Naja, gut. Ihr wisst ja jetzt, wo wir landen müssen. Also wie gesagt, einmal Holy und einmal hier oben rechts beim Kraftwerk. Und euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß mit der Aufgabe. Wenn ich euch damit helfen konnte, gern ein Abo dalassen. Ihr wisst ja, Glocke aktivieren, Custom Games, Skin-Verlosung. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.